Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt schon wieder mache? Dann bleibt dran. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ja, was haben wir vor? Erstmal möchte ich euch zeigen, ich habe zwei Sachen gemacht. Und zwar... Also, vier Sachen habe ich gemacht. Diese vier. Build Open, Close. Ja. Und zwar sieht der Spaß so aus. Und ein Betonfundament. Vier Wände. Und es gehen drei Bänder durch. Ja. Da geht's rein. Logischerweise geht's dann da raus. Das habe ich nicht mehr dran geschrieben. Und damit man das hier... zeige ich das ein bisschen knapp. So. Damit man das jetzt auch schön oben zumachen kann. Ja, also packt sich mehrere da drauf. Packt das da rein. Wenn man denn die richtige Stelle trifft, das ist immer ein bisschen wickelig. Und so. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ja, dann hätte man die übereinander, da ist schön. Dazwischen keine Decken. Aber man kann die hier halt schön übereinander, auch übereinander stacken. Also man könnte jetzt hingehen. Moment, das machen wir anders. Einmal Designer leeren. So. Wir gehen mal hin und packen das hier hin. Jetzt. Einmal so. Den da hin. Dann. Da so rein. Das ist ein bisschen friedlich und teilweise schwer zu erkennen. Nicht oben drauf stellen. Schon da rein. Und warum drehst du dich nicht? So. Ne? Dann hat man das Ganze so. Ist eine Decke zwischen. Geh mal zur Not raus. Ne? Und dann könnte man halt hier oben drauf wieder den dritten setzen. Wunderbar. Ich weiß, wir überlegen hier einen Boden Mitte oben, aber Boden kann man halt auch schön als Mitte nutzen und dann braucht man nicht noch einen dritten hier irgendwie drin haben. Und das gleiche, also auch vom gleichen, im gleichen Prinzip. Nur noch falsch. Da. Designer leeren, Blaupause laden. Gleiche Prinzip. Wo eben das hier Rohre drin sind. Haben wir das. Jetzt geht's nur los. Wir brauchen jede Menge Zeug, um erstmal überhaupt mit dem Bahnhof nach da hinten zu kommen. Oder mit der Bahn nach da hinten zu kommen. Bahnhof zu setzen. Designer leeren. Alles nehmen. Fertig. Das heißt, wir werden uns heute damit beschäftigen, unseren Zug voll zu machen. Und zwar den, der da... Steht der da nicht? Ja, der hintere dort. Nein, das steht nicht. Doch, da steht er. Also, der Zug wird wieder voll gemacht. Wir nutzen wieder unser schönes System hier. Das war ein normales Splitter hier, ne? Nee, intelligentes Splitter. Das geht beliebig da rein. Okay. Da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das am sinnvollsten machen. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Beton brauchen. Wir brauchen Stahlträger und Stahlrohre, damit wir die Kollegen hier bauen können. Brauchen wir eigentlich dafür. Ja, 103 Beton und 16 davon und 2 da. Ist auch schön. Also da brauchen wir eine ganze Menge, weil wir wollen ja eine Leitung machen und wir brauchen noch ein paar Sachen für den Bahnhof, den wir dann hinten irgendwie hinstellen wollen. Da müssen wir dann mal gucken. Das heißt, ich packe mir jetzt am besten erstmal einen Bahnhof rein. Ein Bahnhof oder brauche ich zwei? Und wenn ich mir zwei reinpacke, oh, machen wir
2. Das waren, glaube ich, 5 Pfeile, die wir hier haben. Ne? Wir könnten auch mit Plattformen arbeiten, weil wir da ja nicht wirklich was auslassen, aber ich doch noch. Wir haben da Möglichkeiten, sagen wir es so. Jetzt sind ohne den Bahnhof plus 1, 2, 3, 4, 5. Jo, war richtig. Das heißt, das können wir verdoppeln, also 10. So. Die brauchen wir nicht. Signale. Wir brauchen auf jeden Fall, machen wir mal 10 davon. Und hiervon machen wir, wenn ich drauf, 100 Stück. So. Das ist jetzt erstmal meine Einkaufsliste. Mit der fangen wir an. Holen uns bessere Musik. Machen die Hände frei. Machen. Okay, Hände frei. Und dann geht's los. Wir fangen mit dem modularen Rahmen an. Der Schwert. So, davon brauchen wir 2 Stacks. Die gehen schon mal dahin. Dann brauchen wir einen Stack Computer. 200 Prozent. Sieht überhaupt nicht Computern hier aus. Computer werden langsam knapp. Den ganzen Spaß. Ich befürchte ja, bevor wir da hinten wirklich was bauen, sind wir, oder bevor wir da hinten was produzieren, sind wir damit durch. Es wäre blöd, aber gut, ist halt so. 200 ist Gott sei Dank nur ein Stack. 50 Motoren ist auch nur ein Stack. 50 Motoren. Und 300 Kabel, das sind 2 Stacks. Machen wir auch weg. Also. Kupferblech sind 1 Stack. Wir fangen oben an. So. Und schnappen uns dafür. Packen wir da zusammen. Also. Wir fangen oben an. Die schweren modularen Rahmen haben wir. So, sind raus. Warten wir einen kurzen Moment, dann packen wir die da rein. Dann sollte das auch passen. Dann als nächstes haben wir Beton. Da machen wir nochmal 2 Stacks rein, weil 600. Okay. Das ist ein bisschen blöd, weil das dauert so lange, bis die raus sind. Wir warten es eben ab, damit wir die da weg haben. So schlimm ist es gar nicht. Wir sind gleich damit durch. Heißt, Beton ist gut. Dann nehmen wir Kabel. Und wir sind so gut wie. Und jetzt. Ja, danke. Die Kabel kommen raus. So, jetzt brauchen wir Kabel, Beton, genau. Motor. Ich meine, ich hätte das auch einfach reinhauen können, weil das geht ja sowieso durch wie blöd. Also von daher, egal. Stahlrohr. 220. Passt. Kupferblech, 110. Ist auch easy. Rein damit. 1. Und 200 Platinen. Platinen.
So, jetzt müssen wir uns um allgemein um Beton kümmern. Wir haben gesagt, wir brauchen für einen so ein Stückchen hier 103. Davon werden wir eine ganze Menge besetzen. Dann haben wir auch immer noch das Stückchen Schiene zwischen den Dingern. Wir brauchen Beton noch selber. Uiuiuiui, das wird eine Menge Beton. Eigentlich wäre das Beste. Ich mache einen voll mit den Stahlrohren, zwei mit den Stahlrohren, zwei mit den Stahlträgern und den Rest alles nur Beton. Weil wir den Beton natürlich nachher hinten auch irgendwie bauen können. Aber das ist jetzt so der erste Teil, den wir machen. Das heißt, ich sage hier einmal, wo wir schon ziemlich voll sind, raus damit. Das heißt, wenn wir eh mit dem Zug dahin fahren, können wir auch im Zweifel dann nochmal zurückfahren. So, rein damit. Geh weg. Ja, das machen wir so. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir das Problem, dass die immer alles nehmen. Dass die nicht schnell genug nachproduziert werden. Die können echt nochmal ein Problem werden. Rein damit. So, und gleichzeitig rein damit. So, dann kannst du auch arbeiten. Dann holen wir uns jede Menge hier. Was ich natürlich noch hätte machen können, wäre da irgendwie Strom dran, wobei eigentlich nicht, die Dinger sind stromführend. Die. Ja. So, wir holen mal ordentlich hier raus. Jetzt alles wunderbar darüber in den Zug rein. Jetzt können wir uns überlegen, was brauchen wir da noch? Wir brauchen auf jeden Fall genug für meine, aber das habe ich alles schon. Weil. Nee, habe ich nicht. Wir brauchen ja eine ganze Menge an Ressourcen. Das heißt, ich packe mir mal. Nee, das ist immer noch der falsche. Ja. Produktion. Ich packe mir mal ein bisschen. Mag drei Miner zusammen. Wie kriege ich ihn da hin? Nee, hier bauen will ich die nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir davon wirklich brauchen. Aber hier uns das. Nehmen wir mal so rein. Ja, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, hier die. Also hier oben ist halt alles drumherum voll mit. Oder haben wir das? Panatron. Ist so, zeig mal an. Bam. Also hier ist alles möglich. Wir haben hier Kohle, Schwefel und. Hier haben wir Katerium. Hier haben wir Katerium. Also hier ist wirklich so viel Zeug. Das Schlimmste ist immer noch Öl, aber das ist nachher auch nicht so ein Akt. Die Frage ist halt, ob wir das Öl hier rüber transportieren oder ob wir das tatsächlich mal mit einem Zug arbeiten, der da lang fährt. Je nachdem, wie viel wir brauchen. Also das könnte nochmal interessant werden. Aber Öl haben wir hier auch genug. Ob ich 30 brauche, weiß ich nicht. Aber wenigstens ist es eine Menge, was wir brauchen. So. Wir brauchen ja die Miner, die müssen wir halt manuell machen, aber dafür haben wir das Zeug ja da. Wir brauchen ja nur die beiden Materialien. Turbomotoren müssen wir holen. Wir brauchen diese Teile und hier Supercomputer. Was waren denn andere, was wir noch brauchen? Stahlrohre, natürlich. Was auch sonst. Aber machen wir das mal. Wir holen uns erstmal die Supercomputer. Davon brauchen wir 150, also 3 Stacks. Die packen wir ein. So, das sind 27, habe ich jetzt da drin stehen. Das ist natürlich für alles zusammen. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So,
haben wir es auch noch mal. Das wird wohl gehen. Jetzt brauchen wir die Turbomotoren. Hier haben wir Funksteuereinheiten, das heißt, die sind da drüben. Das hier ist eine Sache, die mir gerade gefällt. Da staut sich ein bisschen was. Was ich natürlich sofort abarbeiten könnte. Ich bin gerade ein bisschen versucht, den zweiten daneben zu packen. Das wäre nicht den hier. Ich glaube 2,2. Oh Mann. 66,667. Passt. Ja, ist nur marginal schneller, aber wenigstens etwas. Ich brauche jetzt 2,5 pro Minute. Das ist genau das, was wir hier produzieren. Das heißt, der arbeitet ein bisschen schneller. Bringt ein bisschen was. Bringt uns am Ende überhaupt nichts mit dem, was wir da hinten haben. Aber wenn der soweit ist, können wir unten sagen, über hier dafür einen Überfluss und dann Attacke wegschreddern. Apropos Attacke wegschreddern. Wir haben hier unten noch so viel Zeug. Habe ich Sachen dabei für einen Schredder? Mir fehlt es an Beton. Doch einer. Braucht doch gar keinen. Was so viel. Brauchen nämlich. Wegnehmen. Wir wollen dich haben. Schmeißen dich dann. Da rein. Piekt der noch mal eben ein bisschen. Ach, du kommst halt. Ne? Hier stehen so viele Dinger rum. Mein Gott, mach sie weg. Gleiche gilt für die Nuklearpaster. Ja, bei den Dingen habe ich halt das Problem, da ist ein Lift dran. Aber die kann ich ja so wegnehmen. Und dann, wenn das irgendwo hingesetzt, das sollte sogar gehen. Ah, es geht mitten durch, das will ich nicht. Ja, noch mehr Spaghetti, ich weiß. Aber ist doch gar nicht so schlimm. Holen uns jetzt von da vorne. Das
Hand, legen es da dran. Dann geht das mit hier drauf. Dann den Spaß auch wegmachen. Fallen hier nochmal runter, ist auch gut. Gehen hier so ein bisschen hin. Sagen uns. Auch mit. Perfekt. Dann geht der ganze Spaß nämlich hier vorne rein. Das ist ein schöner Peak. 4,1 Millionen. Sieht doch ganz nett aus. Dann können wir das wenigstens alles mal so langsam wegziehen, was wir hier gerade nicht brauchen. Es wird halt geschreddert, ist aber im Zweifel immer noch in der Nähe. Und wird weiter produziert und nicht irgendwie ignoriert. Das, was wir jetzt noch machen könnten, wären hier so Vorprodukte, aber die gehen halt, na, die lassen wir halt. Weil das geht ja wieder nach hinten und kommt dann irgendwann wieder. Ist halt langsam, aber geht. So. Da haben wir ein bisschen beschleunigt. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ich wollte was holen. Nein, ich lasse mich überhaupt nicht ablenken. Kein bisschen. Da lang. Ich bin auch froh, dass ich das nie in dieses Lager reingekriegt habe, weil das Lager einfach zu klein gebaut wurde. Definitiv das nächste Lager mache ich so, dass es leichter aufzurüsten ist und wirklich alles enthält. Probleme sind halt immer Momente, wenn die, wenn es neue Sachen dazu gibt. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht, wir machen jede Woche machen wir mal Neues da rein. Und immer mal wieder. Oh, hast aber hier nie wirklich weitergemacht, ne? Okay, ich probiere das. Wie viel brauche ich denn? Ich behaupte 300. Ja, 300. Und 90 Motoren. Das sind Ölsysteme. Motor. 1, 2. Fertig. So, sehr gut. Es hat geklingelt. Und weiter geht's. Oh Mann. Wo waren wir? Wir haben die Sachen geholt. Wir wollen die da drüben in den Zug schmeißen. Genau. Eine wunderbare Mischung zwischen, ich habe es mal vernünftig gemacht hier oben und da unten ein jetzt nicht so, ne? So, hier durch. Wir werden eigentlich noch Raketenblut schießen, nur noch grün da vorne, das ist unfassbar. Viel von dem Scheiß habe ich über Weihnachten gemacht. Gehen uns gerade die Zweige aus. Tatsache. Wow. Und wir haben immer noch wirklich, wirklich viele Zweige über. Also, ich glaube, ich stelle beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen mehr da unten hin. Ich sammle noch die noch mehr Geschenke ein. Der Ding ist. Kommt hier schon nichts mehr an? Seid ihr durch? Nein. Doch. Der unten ist voll, aber es kommt hier nichts mehr an. Also voll ist relativ, ne? Hier rein. Oh, das muss ich jetzt gleich in den Schredder schmeißen. Die nochmal dazu. Und die da rein. Wunderbar.
Okay. Das funktioniert so nicht. Weil er es hier unten durchlaufen muss. Ja, unten gehen. Ist natürlich auch, das sind jetzt direkt wieder zwei Züge voll. Aber wir haben ja Gott sei Dank mit dem Bahnhof angefangen, also wir können ihn zur Not zurückschicken. Blöd wird jetzt die Stelle, wo wir das machen wollen. Ich warte jetzt bewusst, dass das hier alles da reinläuft, damit wir das irgendwie voll kriegen und gut ist. Ich könnte das auch nicht beschleunigen oder so, sondern ist halt maximal, was über die Leitung läuft. Und alles Mark 5 Bänder, ist auch hier Mark 5, also schneller gehen. Hey, hey, hey. Wenn wir das da drin haben, können wir dann losfahren, da hinten hin. Wir müssen nur... Wir haben den ganzen Spaß hier... Nö, hier sind wir falsch. Hier, da kann ich jetzt sehr schön sehen, der fährt ja jetzt da rum. Und das ist die Ecke, hier möchte ich, also letztendlich möchte ich hier runter die Strecke legen. Entweder hier runter oder direkt hier über die Klippe. Und dann halt in diese Richtung, einmal quer durch den Sumpf. Hier so entlang über diesen kleinen See, hier durch, dadurch. Und hier hoch. Das wäre jetzt mein Streckenplan. Bis dahin. Aber interessant wird nochmal, wie wir den Bogen machen. Aber da lasse ich mir noch was anderes einfallen. Der wird dann eben kurz improvisiert oder so. Hat mir die Zeit. Also ich werde jetzt gleich nicht mehr nochmal losfahren. Immer. Danke. Also so ist das geplant, nur ich muss gucken, hier habe ich glaube ich nirgendwo eine entsprechende entsprechende Signale. Das könnte nochmal ein Problem werden, dass mir der Zug nachher in meinen anderen Zug reinfährt, während ich hier noch rumprobiere. Und ich muss halt relativ zügig den Spaß aufmachen. Das heißt erst wenigstens zwei Posten bauen oder Posten bauen und dann kann ich die anschließen, aber in der Zeit darf nicht der Zug darum stehen. Das heißt, ich muss erst noch ein Nebengleis bauen, auf das ich kann. Aber auch das muss schnell genug gehen, damit ich da keinen Stress kriege. Also, ihr merkt, es ist wieder ein sehr komplexes Thema hier. So. Ich wollte noch das eine solche Schredder. Irgendwo habe ich doch bestimmt noch einen Schredder rumstehen, den ich damit versorgen kann. Wenn ich herausfinde, wie ich das machen kann, weil... Von wo kommst du? Du kommst von da. Oh, hier unten ist ein intelligentes Splitter. Du machst den Überschuss hier lang. Überschuss wäre ja, wenn ich hier sowas, sowas und sowas reinpacke. Funktioniert nicht so wie gedacht. Oder funktioniert das noch? Eine oben, eine unten. Nee. Die kriegen wir da jetzt nicht rein.
Dann packen wir sie dort drüben hin. Du bist eh gerade am Produzieren. Du bist eh gerade am Produzieren. Tschüss. Aber hier haben wir dann rechts jetzt schön weitergemacht. Ich weiß nicht, hier kommen genug außen. Du brauchst 200, du machst. Okay, du machst 100 pro Minute. Du brauchst 100 pro Minute. Passt doch. Sehr gut. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.